Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist Jendl Christian. Ich bin Lehrer an einer neuen Mittelschule in Tirol, in Absam. Und ich verwende Flipped Classroom in Mathematik zum Unterrichten. Jetzt könnt ihr natürlich gleich fragen, wer kennt denn das alle? Da gehen jetzt genau eine Hand hoch, wunderbar. Und den meisten, denen ich das dann erkläre, die sagen, was, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun als Lehrer. Da habe ich mir gedacht, okay, das zeige ich euch jetzt, wie das abläuft. Ich setze mich jetzt hin und meine Schüler haben da was vorbereitet. Hallo, ich bin die Editha, besser bekannt als Edi. Hallo, ich bin die Felicia, besser bekannt als Fee. Hallo, ich bin der Christian, besser bekannt als Herr Lehrer. Es gibt genügend Dinge, die ich nicht weiß oder die ich nicht kenne. Natürlich muss ich das dann auch lernen. Und wenn ich mich da so beobachte, ich lerne, wenn ich es brauche. Es ist wieder mal soweit. So, wie war das da mit Reifen wechseln? Aha. Wo ich will? Und wie oft ich will? Wie kocht man eigentlich harte Eier? Wie kocht man eigentlich harte Eier? Wie kocht man eigentlich harte Eier? Das Lernen macht mir einfach keinen Spaß, weil entweder sagt mir jemand, dass ich lernen muss. Du setzt dich jetzt hin und tust da lernen. Oder wann ich lernen muss. Du lernst jetzt bis 5. Muss das jetzt sein? Du lernst jetzt bis 5. So lang? Oder wo ich lernen muss? Kann ich raufgehen in mein Zimmer? Nein, du gehst nicht drauf, du bleibst jetzt da. Na, wie lange denn noch? Du lernst jetzt bis 5. Aber jetzt gibt's unser Mathestoff auch auf kleinen Videos. Und jetzt kann ich lernen, wo ich will. Wann ich will. Und so oft ich will. Ah, jetzt schau ich ein bisschen Mathe. Ah, jetzt schau ich ein bisschen Mathe. Ah, jetzt schau ich ein bisschen Mathe. Und jetzt können wir lernen, wo wir wollen. Wann wir wollen. So, schauen wir noch ein bisschen Mathe. Ah ja, genau. Tim, schauen wir auch schön für die Mathe. Ja. Und dann gibt es auch noch irrationale Dinge, die man einfach nicht berechnen kann. Wer weiß, was da passiert. So schaut's aus.
Ich weiß, dass das viele brennend interessiert, wie denn natürliche Zahlen ausschauen. Und darum habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mal ein paar natürliche Zahlen organisiert. Und so oft wir wollen. Ah, jetzt könnt ihr eigentlich ein bisschen Mathe schauen. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann habe ich ein paar wichtige Sachen immer dabei. Schlüssel. Natürlich Bankomatkarten. Führerschein. Mein Handy. Wer weiß, ein Lineal habe ich auch immer dabei. Eh klar, mein Rechenschieber. Ein Schreibzeug ist auch immer notwendig. Vor allem jetzt im Winter, wenn es dunkel wird, habe ich Taschenlampen dabei. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mein Fotoapparat auch immer dabei habe. Und jetzt gerade bei dem Wetter, da klemmt, ich stecke mir mal einen Schirm ein, man kann ja nie wissen. Und oft, wenn ich was reparieren muss, hilft der Hammer. Eisig wird es auch, da passt gut ein Stecken zum Wandern. Aber das Wichtigste, das Wichtigste sind die binomischen Formeln. Die habe ich immer dabei. Ah, jetzt könnt ihr eigentlich ein bisschen Mathe schauen. Die binomischen Formeln braucht man immer und überall. Ah, jetzt könnt ihr eigentlich ein bisschen Mathe schauen. Na, jetzt bin ich schon neugierig, womit sich die Schafe da den ganzen Tag beschäftigen. Ich glaube, wir gehen jetzt runter zum Publikum. Vielleicht haben die auch noch ein paar Fragen. Ja. Okay. Also ich hätte jetzt noch ein paar Fragen an Sie und vielleicht interessiert das Publikum ja auch. Na, okay. Fein. Dann stell dir mal deine Fragen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, Videos zu filmen? Also ich habe mir da gedacht, das kann es ja wohl nicht sein, wenn ich da vor der Klasse stehe und erzähle, dass ein Quadrat vier Ecken hat, vier rechte Winkel, die noch dazu alle gleich groß sind, dass man den Umfang ausrechnen kann und so weiter und so fort. Und man kann dabei beobachten, dass der eine Schüler draußen die Blätter am Baum zählt, der nächste sich überlegt, was die Mama zum Mittag kocht und der dritte sich überlegt, was man denn am Nachmittag da machen könnte. Das kann es nicht sein. Da wäre es doch viel feiner, wenn ich einfach hergehe und den Stoff so als Video bereitstelle. Und jemand, der halt wiff ist, der schaut sich den Titel an und kann das schon. Und jemand, der sich ein bisschen schwerer tut, der schaut sich das Video halt drei oder viermal an. Aber dann, am nächsten Tag, wenn wir uns wieder treffen, dann wissen alle, wie das mit dem Quadrat funktioniert. Und jeder kann da individuell lernen, wann er will und wo er will. Und da habe ich gedacht, das probiere ich aus. Und da habe ich natürlich auch dann üben müssen, wie das funktioniert, so sich selber zu filmen, wie das Programm zu bedienen geht, wie man das schneidet, wie man da den Ton einfügt und lauter solche Geschichten. So bin ich dann auf die Idee gekommen, das zu machen. Und wie lange brauchen Sie für die Videos? Das ist immer so eine Sache, gell? Ich tue sie filmen, dann muss ich sie gleich lang fast noch einmal anschauen, dann so wieder stellen, die muss ich rausschneiden, dann muss ich die Titel machen, dann muss ich die Musik suchen, bis das alles erledigt ist und dann Musik suchen, dauert auch recht lang. Ich würde mal sagen, eine Stunde für eine Minute brauche ich da mindestens. Na, keine Fragen mehr?
Und wie kommen Sie auf die Ideen? Ja, also auf blöde Ideen bin ich immer schon gekommen. Da habe ich mir nicht schwer getan, aber wenn ich dann irgendwo durch ein Geschäft gehe und mir bei uns in Tirol gibt es den M-Preis und dann sehe ich einfach mal was, ich kenne nur Buchstabennudeln, da gibt es Zahlennudeln auch, dann springt mir sowas in die Gedanken. Oder wenn ich irgendwann einmal in YouTube über irgendwas anderes stolper, dann denke ich mir, das probiere ich auch aus. Oder wenn ich im Kino sitze und mir irgendwelche Filme anschaue, dann denke ich mir, das mache ich jetzt auch. Und müssen Sie die Ziele manchmal zweimal oder dreimal filmen, wenn Sie diese versprechen? Wenn man sich nicht so, man merkt das schon, wenn man sich nicht so oft verhaspelt hat. Normalerweise macht das ja nichts, aber dann da im Video kann ich das nicht brauchen, wenn ich es doch nur oft zwei, dreimal aufnehmen müsste. Und finden Sie, es zahlt sich aus, die ganze Arbeit und so? Also jetzt haben wir mit der Klasse die dritte Schularbeit geschrieben und die Noten sind eigentlich tendenziell eher besser geworden. Gell? Und das macht den Kindern Spaß und mir macht es auch Spaß. Ich würde sagen, das zahlt sich aus. Hat es schon mal negative Reaktionen in den Kommentaren gegeben? Natürlich, da gibt es immer wieder welche, die dann meinen, es ist lustig, was drunter zu schreiben. Wenn es arg ist, lösche es weg und sonst ignoriere es. Und dann ist es spätestens nach dem zweiten Mal einfach fad. Da kommt dann nichts mehr. Wenn Sie so viel Aufwand in die Videos reinstecken, haben Sie dann überhaupt noch Zeit, private Vlogs zu filmen? Wohl, die Zeit habe ich auch und das nehme ich einfach her, um verschiedene Sachen auszuprobieren, ohne dass ich einen Zeitstress habe, weil das Mathematikvideo, das muss jetzt fertig werden bis zum bestimmten Tag, aber wenn ich was Privates mache, dann zwei oder drei Wochen, das ist mir noch wurscht. Haben Sie da spezielle Themen oder Ideen? Ja, die gehen mir auch da nicht aus, wie man es zuerst schon gesehen hat. Die beschäftigen mich gerne mit analogen Kameras. Ich tue spaßhalber drei, vier Mal im Jahr für 70, 80 Leute kochen. Und nachdem ich in der Schule ein Werklehrer bin, filme ich das einfach, wie man solche Werkstücke da anfertigt, damit andere da auch was davon haben. Oder manchmal einfach nur, dass man mal zuschauen kann, wenn ich nach Graz fahre, wie sich das anfühlt, so eine lange Zugfahrt. Und dann, wenn man so da steht und einmal einen Vortrag haltet. Ja, sonst noch was? Wahrscheinlich haben wir da damals ein bisschen mehr erzählt, gell? Und wie ist das Programm zu bedienen? Also eher schwer oder könnt ihr das jetzt auch bedienen? Ich würde sagen, das ist auch für Kinder leicht zu bedienen, wenn man mal verstanden hat, wie das Konzept gedacht ist, mit diesen Filmschnipseln und mit den verschiedenen Spuren. Das machen meine Schüler auch. Und die sind in dem Fall jetzt 13 Jahre alt. So. Braucht man da starke Computer für die Videos zu filmen und schneiden? Da ist ein eindeutiges Jein, die Antwort. Mein Ding da ist 10 Jahre alt, mit dem geht das auch wunderbar, das Schneiden, das Rendern ist halt ein ziemlicher, wie soll ich sagen, eine geduldige Sache. Da lasse ich dann meistens über Nacht arbeiten. Aber ansonsten. Gibt es da auch Anleitungen auf YouTube? Wenn man mal weiß, was man will, dann findet man die Dinge auch, wenn man weiß, wie die auf Englisch heißen. Aber dann gibt es da hunderte Anleitungen und das funktioniert eigentlich problemlos. Und was brauchen Sie alles an Ausrüstung für die Videos, ob Sie da mit Kamera oder mit dem Handy filmen? Also ich bin jetzt da eher so ein Minimalist. Auf der einen Seite habe ich halt einfach von meinem Papa noch so ein Handstativ, da spanne ich mir S8 ein, mit dem filme ich gern. Oder ich habe da, das ist also ein Sony RX100 mit so einem externen Mikrofon. Mit denen filme ich am liebsten. Manchmal habe ich noch eine Spiegelreflexkamera, auch mit einem externen Mikrofon. Aber mehr mag ich da eigentlich selber dann auch nicht ausgeben. Danke für die Antworten und das waren die ganzen Fragen von mir. Ja, fein, aber wenn wir dich schon einmal da haben, dann hoffe ich, kannst du uns ja auch noch ein paar Fragen beantworten. Weil, wie gefällt dir das eigentlich, dass es da in Mathematik diese Videos gibt? Ja.
Ich finde es richtig praktisch, weil wenn man einmal nicht so aufmerksam war im Unterricht oder die anderen so laut waren, dass man nichts verstanden hat, dann kann man das so oft anschauen, wie man will. Und wie nutzt du das? Schaust du dir das öfters an? Ja, also kommt darauf an, wie ich es beim ersten Mal verstanden habe. Vor den Schularbeiten schaue ich es mir jeden Abend an. Ja. Und wann schaust du so speziell diese Videos? Am liebsten am Abend, weil dann habe ich schon alles mit Hausübungen erledigt und dann schaue ich sie immer am Abend. Und was denkst du da eigentlich, dass ich solche privaten Videos auch habe? Das ist schon sehr privat. Ja, ich finde es sehr cool, weil dann kann man auch sehen, was sie so in der Freizeit machen. Und zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass sie so kochen und so und dass sie sich für Computer und Kameras und alles interessieren. Und ich finde das eigentlich schon cool. Glaubst du, dass dir das in Mathematik geholfen hat? Ja, ich glaube, eigentlich bin ich mir schon ziemlich sicher. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt einen Test hat und dann kann man sich das auf dem Schulweg auch anschauen und man muss sie auch nicht immer fragen, ob sie es nochmal erklären können, weil man hat es immer dabei, die Erklärung. Und dann welche Videos erinnerst du dir denn ganz besonders? Ja, das mit den irrationalen Zahlen damals, wo ihre Nachbarin sie mit Wasser überschüttet hat. Und zum Beispiel das mit den Zahnnudeln und ihrer Tochter, das bleibt mir immer in Erinnerung, wenn ich daran denke. Natürlich wollen wir auch in die Ferien nicht rasten, weil wer rastet, der rostet. Und jetzt tun wir einfach wieder bei unserem Kapitel weiter. Da rechnen wir. Du, die rechnen damit, dass sie in die Ferien mal nicht rechnen müssen, okay? Oh je. Ja, ganz liebe Grüße ans Publikum. So schaut's aus mit meinen Schülern. Und jetzt ist mir das zurück. Also das war so Flipped Classroom, habe ich irgendwie auch durchführen müssen, damit die Welt auf den Kopf gestellt ist. Und meine Idee war halt, ich möchte diese Bilder mit den Inhalten irgendwie verknüpfen. Und gerade bei diesen irrationalen Zahlen, das hat den Schülern besonders gefallen. Aber das sind eben Sachen, die ich in der Schule einfach nicht machen kann. Ich kann auch die Schafherde nicht mit in die Schule nehmen. Aber wenn man nachher fragt, irrationale Zahlen, dann wissen sie, ah, das waren die, was man nicht berechnen kann, die man nicht so durch einen Bruch darstellen kann. Das haben sie sich mit dem Bild gemerkt und da waren noch viele andere Sachen auch. Und so erinnern sie sich bewusst und die merken sich das einfach länger. Wenn ich solche Videos mache, dann muss ich mir das vorher schon überlegen, da ist sehr viel Kopfarbeit auch dabei. Kapitelweise meine ich jetzt damit, wenn ich Gleichungen mache, dann war am Anfang immer so eine alte Waage, die halt so vor sich hin wackelt, vor der Überschrift. Oder bei Kreisthemen, da sind halt ein paar so runde Sachen wie ein Fotoobjektiv oder eine Dose oder eine Klopapierrolle. Dann schaue ich immer, dass da so ein Einstieg ins Thema passiert. Dann kommt die Erklärung und die Rechenwege. Und dann zum Schluss kommt dann meistens noch irgendein so ein kleiner Gag. Der haltet sich so an der Stange und da bleibt man dann bis zum Schluss dabei. Zum Filmen, das habe ich schon gesagt, die Hardware ist jetzt nicht, weiß Gott, was für besondere spezielle Ausrüstung, mit der komme ich eigentlich recht gut zurecht. Ich filme das Zeug auch genau in der Reihenfolge, wie ich es brauche und nicht so, wie das vielleicht andere Filmemacher machen. Die sagen, jetzt filmen wir mal den Schluss von dem Video und dann filmen wir den Anfang oder so. Und da gibt es diese vier Ws, so eben, was passiert denn eigentlich? Wer tut denn da jetzt gerade was? Wo passiert denn das Ganze? Und wie macht man das im Detail? Und dann so, boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und da schaue ich halt, dass ich diese Dinge irgendwie einfach einbinden in das Video, dass das spannend wird. Ich könnte mir natürlich genauso gut einfach hinstellen, die Kamera so wie da jetzt aufstellen und eine Viertelstunde lang, eine halbe Stunde lang filmen, aber das bringt es da nicht. Wie gesagt, ich habe einen alten Laptop, das reicht. Da rennt der Debian Linux drauf.
Ich habe externe Festplatten, weil die Datenmenge ist dann doch recht groß. In KDN Live tue ich diese Filmclips dann importieren. Das kann man sich vorstellen, wer jemals mit diesen großen Dateien gearbeitet hat, das dauert eine Zeit. Da ist dann Abendessen, Duschen, Kaffee trinken, ist da alles drinnen. Dann nutze ich oft auch die Möglichkeit, wenn ich da länger dran arbeite, dann lasse ich den Computer diese Proxy-Files ausrechnen. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass ich es im Programm einfach flüssiger anschauen kann. Ansonsten fühlt sich das ja an wie eine Diashow, wenn er das da live berechnen müsste, wenn da mehrere Spuren miteinander verrechnet werden. Ich kann jedes Clip, das ich da hinein importiere, ich sage das nachher eh noch kurz, vorher schon zuschneiden, dass ich sage, ah, von da weg bis daher brauche ich das. Das merkt sich das KDN Live dann. Und so ziehe ich das dann in die Zeitleiste hinein. Die Effekte, deswegen habe ich das Video vorher da gezeigt, sind jetzt eher sparsam. Gell? Ich mag das Ablenkende nicht so dabei. Am Anfang und am Ende vom Schwarzen ins Schwarze einblenden. Die Übergänge habe ich am Anfang einmal ausprobiert, da einen weichen Übergang von Filmclip zu Filmclip machen. Das war die Arbeit einfach nicht wert. Das sieht man nachher fast nicht. Ich mache einfach harte Schnitte. Dann muss ich irgendwie so den Titel reinbringen. Das hat man da gesehen, das war einfach so eine Diashow, so PNG-Dateien, 250 Stück. Oder ich mache irgendwelche Texte, die da reinkommen. Die möchte ich auch nicht knallhart reinschicken, sondern die lasse ich halt langsam auf erscheinen und wieder verschwinden. Ein Vorteil ist die Geschwindigkeit, die ich da verändern kann. So muss jetzt da kein Schüler irgendwie lang zuschauen, wenn ich irgendwas mühselig schreibe oder so. Oder so, wie man da gesehen hat, wenn man da eine Strecke geht. Da ist nicht der Weg das Ziel. Die Audiobearbeitung, manchmal ein bisschen leiser, manchmal ein bisschen lauter. Und die Möglichkeit, dann Bild in Bild zu machen. Musik verwende ich bei den Mathe-Videos eher sparsam. Da greife ich einfach auf diesen YouTube-Pool dazu. Den kann ich einfach frei verwenden. Und Musik suchen ist genauso aufwendig wie Filmen. Anfang und Ende mache ich immer gleich bei meinen Videos. Und als zusätzliche Software verwende ich oft das OpenShot. Wenn ich irgendeinen Titeleffekt verwenden will, weil das arbeitet mit dem Blender zusammen. Und da tue ich mir einfach leichter. Da plage ich mich nicht mit Blender, sondern da trage ich die paar Worte ein und der macht mir das. Und diese Grafiken, diese Texte, die ich da einbinde, die erstelle ich einfach als SVG-Grafiken mit dem Inkscape. Und in Zukunft, das, was ich nochmal ausprobieren möchte, einfach weil es auch zeitaufwendig ist, diese Bluescreen-Greenscreen-Technik auszuprobieren, soll angeblich nicht so schwer sein, aber gemacht habe ich das jetzt selber noch nie. Die Erfahrung in der Schule hat mir eben gesagt, die Kinder freuen sich drauf, das ist einmal was Neues. Sie nutzen das sehr wohl. Die Noten haben sich bei uns tendenziell einfach ein bisschen verbessert, aber eben die Noten sind nicht alles. Ich merke das auch, wenn ich so mit ihnen arbeite, dass sie sich eben, so wie ich es vorher gesagt habe, da gewisse Sachen doch länger da merken. Sie haben ihren Spaß. Die Nebenwirkung ist in dem Fall, dass auch die anderen Klassen die Videos natürlich sehen. Da habe ich jetzt noch keine Beschwerden von anderen Lehrerkollegen gehört. Und Hose runter, das war jetzt nicht auf diese Szene gemeint, sondern das ist einfach der Umstand, wenn ich das mache, dann kommt sehr viel von mir oder bei mir zu Hause. Und das ist so, als wenn man halt so sagt, jetzt lasse ich die Hosen runter und jetzt wissen sie, wie es bei mir in der Küche ausschaut oder was ich in meiner Freizeit tue. Plattformen, natürlich könnte ich das jetzt irgendwo privat auf einen Server aufhören. Das ist aber dann recht schnell auch ein Platzproblem. Darum habe ich mir dann einfach gedacht, ich nehme einfach in mein Fall YouTube, da sind die öffentlich oben und wer will, kann sich das anschauen. Da habe ich da den eigenen Kanal, da ist eben Mathematik oben und die anderen Videos auch. Jetzt kommt das, wo ich mir gedacht habe, jeder will mal sehen, wie das ausschaut. Gell? Das Lustige ist ja, ich habe da heute in der Früh schon bei jemand anderem, der fragt, ah, der redet da über KDE und KDN Live. Ich habe nämlich das Problem, das funktioniert bei mir am Laptop nicht. Und ich weiß aber nicht genau, warum. Also das Installierte funktioniert nicht. Man kann sich auch für andere Betriebssysteme, also für Windows und Mac und eben für Linux selber auch so App-Images runterladen. Das wiederum funktioniert. Also wenn da irgendjemand mal Ideen hat, mir da zu helfen, warum das nicht geht, kann ich das ruhig auch machen. Aber das App-Image, das funktioniert tadellos, da habe ich keine Probleme.
Ich kann also einfach sagen, ich lege ein neues Projekt an und sage jetzt einfach Clip hinzufügen, komme dann in mein Projektverzeichnis und kann dann da Musik oder die Titel zum Beispiel einfach markieren und dazuladen. Die tauchen nachher da auf. Und so wie ich es zuerst gesagt habe, ich markiere das. Der eine Clip läuft jetzt da. So, ja, der läuft da vor sich hin. Und die könnte jetzt sagen, okay, wo ist denn da der Anfang? So, jetzt geht's da los. Dann sage ich, hier beginnen und da hinten irgendwo. So, fertig. Ja. Sagen wir bis daher, dann könnte ich sagen, jetzt schneide ich einfach nur den Teil da her und wenn ich den dann so nehme und runterziehe, schon habe ich ihn da. In dem Fall habe ich da jetzt den zweiten Clip. So. 6 Stunden 14 sind jetzt hinter mir. Ja. Das nehmen wir da. Machen wir es. Ja, jetzt lang. Da war jetzt erst auch die Frage, und wie bringe ich die da übereinander? Ich habe das dann einfach da mit diese. Wo haben wir das jetzt gehabt? Sechs Stunden 14 sind. So, das war meine Zugfahrt. Das fängt jetzt. Man kann da recht weit hineinzoomen, sagen wir da an. Und die suchen wir dann im zweiten Clip einfach. So. Jetzt sollten sie so ziemlich gleich sein. 6 Stunden 14 sind jetzt hinter mir. So, und dann habe ich sie so deckungsgleich und dann kann ich da in dem Programm einfach sagen, okay, ich schneide mir das jetzt da auseinander. Den Vorderteil tue ich weg. Machen sie beide gleich. So, jetzt fangen sie da gleich an. Und ich kann da beide dann auf einmal so verschieben, wie ich es gerade brauche. Wenn man da dann mit Effekten arbeitet, machen wir ein Beispiel, ganz woanders. So. Tun wir den nochmal weg. Man sieht schon, das rastet da automatisch ein. Gell? Da tue ich mir jetzt nicht schwer, da das Frame auf Frame zu machen. So, ich will da einen Titel drüber legen. Wo haben wir es da? Wenn ich sowas zum Beispiel jetzt langsam und weich erscheinen lassen möchte, das heißt in dem Fall auflösen da in der deutschen Version, das ziehe ich einfach runter und lege den Effekt da drauf. So lang nicht, aber so zum Beispiel. So, wie schaut das aus? Eine lange Zugfahrt war das. Kriegen, so geht das. So Geschichten wie das Audio funktioniert da framemäßig. Ich kann also hergehen und sagen, okay, hier füge ich mal so einen Punkt dazu und bis da. Noch einen, da macht man sich so Marker hinein. Und da kann ich jetzt da den Sound einfach zum Beispiel wegtun. Jetzt hinter mir. So, das war jetzt das obere, den schalten wir einfach da stumm. Dann sieht man das. Ja, wenn man das dann alles gemacht hat, schaut es dann in etwa so aus. Also ich habe da einfach gestern mal gespielt, wie das dann ausschaut, wenn man da so die einzelnen Spuren mit Musik und
Überblendungen übereinander hat. Einfach auf Rendern, da kann ich mir dann verschiedene Varianten aussuchen. Ich nehme da das MP4-Format, gebe dem einen Namen. Und wenn ich dann sage, also in dem Fall ist das Ganze knappe 45 Sekunden lang, nicht einmal 40. Wenn ich dann sage, ich Datei rendern, muss man sie anders nennen. Gott, dass man den Wert sieht. So. Da gebe ich schon zu, da wäre es feiner, wenn man dann einen flotteren Rechner hat, weil das dauert jetzt 5 Minuten für diese 40 Sekunden nur zum Rendern. Das sind dann meistens so Sachen, die ich dann auf die Nacht mache, kurz vorm Schlafen gehen, dann nutze ich nur den Knopf Rechner nach dem Rendern herunterfahren und in der Früh ist das dann fertig und wenn ich einen Fehler gemacht habe, denke ich mir, gell, like. Fehler ausbessern und wieder das Ganze neu machen. Das passiert mir oft so, wenn man so Titel rendert, die so in Bewegung sind und dann passt irgendein Frame nicht, da ein falsches Wort drinnen ist, dann schaut das so aus, als ob das aufblitzen tät und das macht dann keinen Spaß mehr. Gut, das kleine Ding da habe ich gestern über Nacht schon rendern lassen. Das hat dann so ausgeschaut. Sechs Stunden 14 sind jetzt hinter mir. Eine lange Zugfahrt war das. Aber jetzt brauche ich nur schnell ein paar Files, um das da vorzuführen, wie das Zusammenschneiden funktioniert. Jetzt habe ich nämlich wunderbar zwei Perspektiven. Einmal da drinnen. Und einmal da drinnen. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Ob das was wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, man sieht da schon auch, wo die Schwierigkeit ist, nämlich mit dem Sound. Das waren jetzt die zwei Geräte da, nämlich einmal diese Sony RX 100 und einmal mein Handy. Da könnten wir jetzt fragen, was glaubt ihr, welches da was war? Also, da haben wir diesen Sound gehabt. Das ist die Sony. 6 Stunden 14 sind jetzt hinter mir. Eine lange Zugfahrt war das. Aber jetzt brauche ich nur schnell ein paar Files. Und das ist das mit dem Handy. Das interne Mikrofon. Das ist natürlich alles immer nur so eine halbe Geschichte. Das gefällt mir dann selber auch nicht. Ich probiere jetzt einfach einmal aus. Ganz neu, so ein Mini-Mikrofon. Viele von euch werden das eh kennen, ja, den man sich einfach so ansteckt. Und entweder klippt es dann da so. Also es klippt da so und entweder stecke ich es direkt an. Oder mit einem Verlängerungskabel und dann probiere ich einfach aus, wie das in der Variation funktioniert. Ob ich mir das antue, so wie der erste Vortrag da heute in der Früh mit dem Arthur, das weiß ich noch nicht, weil da wird dann wahrscheinlich der Aufwand zu groß für meine kleinen Videos. So schaut es aus, so verwende ich das. Und wenn jetzt nur irgendjemand irgendwelche Fragen hat, kann ich ja probieren, ob ich da noch eine Antwort drauf weiß. Ansonsten wäre ich jetzt fertig und das wäre halt mehr Zeit für einen Kaffee. Ja. Danke. Hoffentlich haben wir es jetzt beendet. So, weg ist es. Also ich bin so dazu gekommen, ich habe vor 3 Jahren diese Idee gehabt, ja, wo ich mir gedacht habe, ich muss das ausprobieren, weil das ist nicht einfach, sich selber zu filmen. Und dann, wie schaue ich denn da rein? Wie rede ich denn da? Welche Software nehme ich? Wie mache ich die Titel? Das hat einmal eine Zeit lang gebraucht. Und ich habe zuerst das OpenShot verwendet.
Weil das hat diese einfachen Sachen, die ich da machen wollte, eigentlich ausreichend gekonnt. Dann ist da einmal ein Update gekommen, das hat da irgendwie was kaputt gemacht. Dann habe ich gedacht, ach, ich brauche ein anderes Programm, das kann man zu wenig, das kann man zu wenig. Ah, da gibt es gerade Endlife und dann habe ich das verwendet, das ungefähr seit 2 Jahren. Und seit 2 Jahren kommen regelmäßig Updates, aber die sind irgendwie intern und im kleinen Bereich, also so von der Bedienung und hat sich da nicht sehr viel getan. Das ist also leicht zum Handeln, da funktionieren auch die alten Anleitungen und ich glaube im Detail da diese kleinen Effekte und so, da passieren diese Sachen. Abstürze habe ich mit dem überhaupt nicht gehabt. Das war, also das, was ich gehabt habe, das war eben eine neue Version. Ich rufe die auf, Projekt öffnen, das alte Projekt geht auf, ich klicke auf Play, Ende im Gelände. Das ist einfach eingefroren. Ich vermute fast schon, dass ich da ein Einzelfall bin. Gell? Ich bin der Einzige, dem das da immer eingefriert. Darum habe ich gesagt, es gibt diese App-Images und da habe ich einmal vor, im September war das, das hat funktioniert und mit dem arbeite ich halt. Und bei jeder neuen Version denke ich mir, ha, vielleicht geht es jetzt, Projekt laden, Play, eingefroren, geht nicht mehr. Das neue App-Image geht nicht mehr. Und jetzt im Februar, das war das 4.18, das ist wieder gegangen. Passt, habe ich gedacht, halte ich mir das. Aber sonst funktioniert das bei mir ohne komplette Abstürze. Okay. 1080 die lange Seiten, 30 Frames. Also da habe ich nicht mit Erwachsenen weniger Erfahrung, gell? Mehr mit Kindern. Und denen sage ich aber schon vorher, da, ich nehme das 4-5 Mal auf, gell? Aber ich muss mich jedes Mal anstrengen, als ob das ganz das erste Mal wäre. Und dann bemühen sie sich und dann merken sie, jetzt habe ich mir versprochen, na wohl, jetzt machen wir das nochmal. Ich glaube, wenn ich das 8 Stunden lang machen würde, dann wäre die Luft draußen. Aber bei diesen kleinen Sachen, da geht es dann schon. Also bei uns läuft es ja so, dass die Eltern am Anfang informiert werden, dass Fotos gemacht werden, die für die Schul-Homepage gebraucht werden. Dann, wie ich auf die Idee gekommen bin, habe ich zuerst eh nur mich gefilmt. Und das erste Mal, weil die Kinder haben dann schon mal gesagt, na, können wir nicht auch da drauf sein oder so. Ich, natürlich, okay, aber beim Elternabend habe ich dann den Eltern das erklärt, gesagt, was ich da mache, wofür ich das mache, was da passiert. Und die, die dann drauf sind, da muss man jetzt echt einen eigenen Zettel schreiben, für die Grazer Linux-Tage habe ich jetzt das Video gemacht, da ist die Felicia drauf, da ist die Edita drauf und das wird da gezeigt und das wird dann auf die Homepage gestellt und das ist auf YouTube. Unter 14-Jährige, da müssen die Eltern dann auch unterschreiben und das Blattl liegt dann bei mir. Bis zum St. Nimmerleinstag, bis YouTube abgedreht wird oder wie auch immer. Aber das muss für jedes Projekt dann wieder und dann, wenn man einen Schulausflug gemacht haben, wieder. Wer mag drauf sein? Du nicht, okay? Und für die 8. habe ich wieder den Zettel und dann steht wieder genau oben die Projektbeschreibung. Unterschrift Eltern, Unterschrift Kinder. Die einfachste Lösung wäre, ich filme mich nur mehr von einer weißen Wand, gell, dann habe ich da mit gar nichts Problem. Aber das passt schon so von den Eltern her, Gott sei Dank. Da ist noch was. Nein. Das habe ich sie schon auch gefragt und also die Eltern wissen ja, dass das passiert und dann sage ich ja, die Hausübung übers Wochenende, die sollten immer dann diese Videos. Wenn sie natürlich was anderes schauen, wer weiß, der YouTube-Verlauf, vielleicht motiviert sie der dann was anderes noch dazu zu schauen. Aber nein, die Kritik hat es da bei uns noch nicht gegeben. Haben Sie vorher schon Videos verwendet oder war das
Ich verwende das Linux aus Versehen seit ungefähr 2000. Weil da habe ich Windows 98 gehabt und dann in irgendeiner Zeitschrift, ah schau, SUSE Live-CD, das ist, schauen wir mal, was das ist. Und dann habe ich nicht genau geschaut und anstatt Live habe ich halt auf Install gedruckt und dann so, weg war's. Aber na gut, dann schaue ich mir das an und das hat mir eigentlich gefallen und dann über meine Kollegen, die dann das auch verwendet haben, bin ich nachher auf das Debian gekommen und ich habe das nie bereut. Gell. Also es waren dann eigentlich nie Programme, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt muss ich mir das Windows nochmal irgendwo installieren. Nix, war einfach nicht. Aber es war wirklich ein Versehen, also nicht geschaut. Nein, das OpenShot kann jetzt, sagen wir mal, nicht so viel wie das da. Aber es hat mir völlig ausgereicht. Aber es ist bei einem Update, ist das dann nicht mehr gegangen bei mir. Da hat irgendeine Funktion war da und dann habe ich es nicht mehr verwenden können. Und dann habe ich in dem Augenblick aber gedacht, Mist, ich brauche jetzt aber da irgendwas, um mein Mathe-Video fertig zu machen und bin dann da umgestiegen. OpenShot habe ich verwendet, ja. Also da hätte ich jetzt. Darum, ich verwende es auch jetzt noch, wenn ich so die Titel mache oft. Die Titelfunktion vom KDN Live ist jetzt, wie soll ich das sagen? Jetzt haben wir schon abgeschalten, gell? Ist ja gleich wieder da. So, wie war das jetzt da mit den Titeln, gell? Muss man überlegen. Na, da war es. So, hinzufügen Titelclip. Gell? So, und jetzt? Da denke ich mir nicht mehr, und was mache ich jetzt? Dann habe ich keine Geduld, mich da jetzt damit zu beschäftigen. Währenddem, wenn ich da Open. Geht schon? Open. Shot. Na, er tut schon, keine Sorge. So, da sage ich einfach Titel, nehme einen Texttitel und suche mir meistens irgendwas Harmloses aus, so. Dann sage ich da halt Musik. Lied. Interpret, gell? Und schon habe ich das als SVG fertig. Das ist mir da einfach am einfachsten. Genau, jetzt habe ich mich inzwischen an das KDN Live da verwendet, gewöhnt. Manchmal frage ich mich halt immer, gell, ist das jetzt wohl gescheites Video, was ich gemacht habe? Dann gehe ich ins Kino und schaue ich mein Hobby an und denke mir, oh Gott, nein, dann kann ich meine Videos alle löschen am besten. Und wenn ich dann in der Stimmung bin, dann denke ich mir, schau ich mal, was meine Schüler so machen. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin näher beim Hobby dran. Und dann bin ich wieder zufrieden. Noch irgendwelche Fragen? Na dann freue ich mich jetzt auch auf einen Kaffee. Dankeschön.